Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich bin seit 2006 im Landtag und die, die auch schon so lange drin sind, die wissen, dass uns die Werften immer beschäftigt haben. Mal mehr, mal weniger, aber selbst vor 2006, seit der Wende, ist die Werften in Mecklenburg-Vorpommern ein Auf und Ab. Und der NDR, ich zitiere, hat das, nachdem die Insolvenz der MV-Werften Mitte Januar bekannt wurde, gesagt, seit Anfang der 90er Jahre schlittern sie von Krise zu Krise, scheitert den einen Eigner nach dem anderen und mit tausenden Menschen und Beschäftigten in unserem Land. Und dennoch hat sich der Schiffbau als traditioneller Kern in unserem Land auch immer behaupten können. Und mit ihm ist die maritime Wirtschaft nach wie vor eine tragende Säule für unsere Wirtschaftskraft in Mecklenburg-Vorpommern. Im Vor-Corona-Jahr 2019 erwirtschaftete die maritime Branche Mecklenburg-Vorpommern mit mehr als 2000 Betrieben, mit mehr als 37.500 Beschäftigten einen Umsatz von etwa 6,6 Milliarden Euro und eine Wertschöpfung von 2,5 Milliarden. Sie hat mit ihren wichtigsten Sektoren Schiffbau und Zulieferindustrie, Schifffahrt und Häfen, Meerestechnik, Binnenschifffahrt, Fischerei eine große Bedeutung und für die weltweit eingebundene deutsche Wirtschaft. Und dabei ist die Zulieferindustrie, die im Schiffbau rund 70% der Wertschöpfung erwirtschaftet, vor allem im Hinterland und auch in anderen Bundesländern angesiedelt. Unsere Schiffbauindustrie genießt aufgrund ihres Know-hows weltweit ein hohes Ansehen und zeichnet sich durch Qualität und Innovationskraft aus. Und dennoch muss sie in einem harten internationalen Wettbewerb sich behaupten, mit Blick auf die Digitalisierung und die steigenden Anforderungen an den Klima- und Umweltschutz, steht ja wie die maritime Industrie insgesamt am Beginn eines sehr, sehr umfangreichen Transformationsprozesses. Und so strebt die internationale Seeschifffahrtsorganisation eine Reduktion des CO2-Ausstoßes bis 2050 von mindestens 50% im Vergleich zu 2008 an. Und die EU möchte die Treibhausemissionen mindestens 75% für das Jahr 2030 im Vergleich zu 1990 verringern. Und angesichts dessen müssen die ökonomischen und ökologischen Belange noch stärker in Einklang gebracht werden. Und hier können wir aufgrund der großen Innovationskraft der Branche auch global eine Vorreiterrolle einnehmen. Allerdings hängt dies stark von Investitionen in Aus- und Weiterbildung, in Digitalisierung und in Forschung und Entwicklung ab. Und doch werden die Sicherung ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit nicht alleine bewältigen können. Es ist vornehmlich eine nationale Aufgabe. Die deutschen Werften konnten 2019 im zivilen Seeschiffbau noch insgesamt einen Umsatz von 5,7 Milliarden Euro erzielen. Der Auftragsbestand erreichte 18,7 Milliarden Euro 2019. Ebenfalls ein hohes Niveau. Und seit vielen Jahren liegt die Exportquote bei über 95%. Und das zeigt, wie wichtig dann auch wieder internationale Absatzmärkte sind. Und die Werften hierzulande sind besonders stark beim Bau von Passagier- und insbesondere Kreuzfahrtschiffbau, Yachten, zivilen Behördenschiffen und Marinenschiffen. Und Anbieter von Kreuzfahrten wurde diese positive Entwicklung nun leider abrupt unterbrochen. Und für unsere MV-Werft an den Standorten Wismar, Rostock und Stralsund bedeutet es sogar das hoffentlich nur vorläufige aus. Hieß es noch für Sie im Dezember, für uns ist Schiffbau mehr als Industriezweig. Er ist unsere Leidenschaft, unser Können, unser Land, unsere Zukunft. So hieß es damals. Und das wurde mit dem Insolvenzvertrag am 10. Januar, wurde dieser Global Dream zunächst auf Eis gelegt und hat uns schneller als gedacht mit den anzugehenden globalen Herausforderungen konfrontiert.
Und damit es auch hier in Mecklenburg-Vorpommern gelingt, diese Herausforderung mit Erfolg zu begegnen, bedarf es eines Konzepts zur Neuausrichtung der gesamten maritimen Wirtschaft mit zukunftsweisenden Lösungsansätzen. Und das wird, dann legen Sie es vor, das Konzept, Herr Förster. Dieses Konzept wird nicht ohne Beteiligung des Bundes und den Austausch aller davon Betroffenen und Beteiligten gehen. Nur gemeinsam kann es denn gelingen, die Kompetenzen dieser hochinnovativen Branche mit ihren wertschöpfungsintensiven Arbeitsplätzen hier im Land, Deutschland und europaweit zu erhalten und uns in geeigneter Form breit, aber vor allen Dingen zukunftsfest aufzustellen. Und denn wir wissen, das Land des Lächelns mit seiner Industriestrategie Made in China 2025 und einer massiven Subventionspolitik das Ziel verfolgt, auch im Hightech- und Kreuzfahrtschiffbau eine führende Rolle einzunehmen. Nicht wegzudenken auch natürlich, wenn man von China redet, auch Korea. Doch wo genau liegen denn die Stärken und Schwächen, die Chancen, die Risiken, die jeweiligen maritimen Wirtschaftsbereiche und Standorte in unserem Land? Und das von der Fraktion der FDP beantragt und am 24. März 2022 im Rahmen des Wirtschaftsausschusses durchgeführten Expertengespräches zur Zukunft der maritimen Industrie in Mecklenburg-Vorpommern und alle in diesem Rahmen vorgetragenen Stellungnahmen der dort eingeladenen Experten sind eine hervorragende Grundlage für diesen Erarbeitungsprozess, den Politik notwendig begleiten soll. Und die Kunst besteht jetzt darin, trotz des Drucks durch das Insolvenzverfahren der MV-Werften und die damit natürlich auch notwendigen kurzfristigen Entscheidungen zum Umgang mit den drei unmittelbar betroffenen Standorten, deren Fachkräften und abhängigen Zulieferunternehmen weitsichtige Lösungen und gegebenenfalls Zwischenlösungen, auch mit Blick auf die gesamte maritime Infrastruktur und ihre Potenziale im Land und deutschlandweit zu entwickeln. Ich denke mal, da komme ich zurück zum Eingang meiner Rede. Nach mehr als 30 Jahren stürmischen Zeiten durch Krisen und Insolvenzen wird es für unsere maritime Industrie Zeit für endlich ruhiges Fahrwasser. Und mit den richtigen Schritten und Maßnahmen könnte die maritime Wirtschaft ihr enormes Potenzial als Innovationstreiberin auf dem Weg zu einem klimaneutralen Kontinent entfalten. Lassen Sie es uns gemeinsam angehen, ohne dabei den dritten Schritt vor den ersten zu machen und es in der Seefahrersprache zu sagen, es gibt keinen günstigen Wind für den, der nicht weiß, in welche Richtung er segeln will. Deswegen bitte ich um Unterstützung zu unserem Antrag. Applaus